Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Kirschen, wieder zurück auf YouTube mit einem neuen kleinen Video zum Spiel Clash of Clans. Ja, ihr seht's im Hintergrund, wie immer natürlich mein Dorf. Und ja, ihr hört's, meine Stimme ist etwas besser geworden. Die Erkältung ist besser geworden auf alle Fälle, aber noch nicht ganz weg. Aber da ich nächste Woche sowieso Urlaub habe, stört mich das nicht ganz so sehr. War ich dann ein bisschen am Ruhigen machen. Werd aber versuchen, wie gesagt, jeden Tag ein Video zu bringen. Und ja, ich hoffe, das wird... Ist auch in eurem Interesse. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob euch das so gefallen würde. Und ja, gerade eben muss ich ganz kurz was erzählen, noch ganz kurz was dazu sagen. Ich hatte gerade eben dasselbe Video aufgenommen, dasselbe, was ich gerade eben schon mache. Hab mich dann in Sony Vegas aufgemacht, wollte die Tonspur einfügen und habe mich schon gewundert, warum die Tonspur so komisch aussieht. Und dann habe ich gemerkt, ah, oh, ich hatte ja gar kein Mikrofon angeschlossen, es hat nur den Spielton aufgenommen. Oh. Da kann ich mir fast ein bisschen das Kotzen, ein wunderschönes Video gehabt, dazu erzählt. Und ja, und dann gemerkt, oh, hat er gar nicht aufgenommen, weil das Mikrofon hier angesteckt war. Weltklasse Sache, na gut, egal, was wir machen. Ja, wie ihr im Hashtag schon gelesen habt, soll es heute eine Loot-Folge werden, also Biggest Loot oder so, habe ich es genannt. Ja, warum, werde ich euch jetzt zeigen. Der Kollege Daniel aus meinem Clan hat heute früh oder gestern Abend, glaube ich, diesen Gegner gefunden. Ihr seht Jack von dem Clan Grenzenlos, ein deutscher Clan. Ich habe ihn mal besucht vorhin. Ja, der ist wahrscheinlich seit ein, zwei Tagen inaktiv. Ihr seht, die Lager sind gut gefüllt. Im dunklen Lager waren, ich glaube, über 100.000 drin. Die Bohrer Level 6 rammelvoll. Sammler teilweise richtig voll. Ihr seht hier oben rechts neben der Pega-Statue. Ja, Goldminen auch. Also ihr seht ja, 892.000 Gold. 887.000 Elixier und 7k Dunkles ist wirklich, habe ich persönlich noch nie gefunden. So viel in meinem ganzen Leben noch nicht. Aber ihr seht, er hat nur Barge, also nur Barge, Maxed Barge mit, in Anführungszeichen. Aber ja, da konnte er sich, wie gesagt, ihr werdet es gleich sehen, nicht alles holen, weil wir ja mit Barge und Mauerbrecher durch die 9er und 8er Mauern durchkommen. Und ihr seht jetzt in der Mitte, in der Mitte sind ja auch die X-Bögen Max, die Infernus Max sind alle geladen. Also beim besten Willen hat er damit Max Barge keine Chance, in die Mitte zu kommen. Die Helden 13, 12, gut, hätte er vielleicht sich noch ein, zwei Lager stibitzen können. Aber die Base ist an sich wirklich nicht schlecht, muss man sagen, vom Aufbau her. Und eigentlich wäre die Base dann nicht, also jetzt nicht so mit Loot gefüllt, sage ich mal, käme man nicht so gut ran, wenn die Sammler nicht voll wären. Aber er war, wie gesagt, wahrscheinlich ein, zwei Tage inaktiv und deswegen kam diese Situation so zustande wahrscheinlich. Vermute ich mal. Oder hat einfach keine Lust mehr auf Clash of Clans, aber das wäre jetzt erst kürzlich dann geschehen. Weil die Lager sind auch gut gefüllt. Na, man weiß es nicht. Gut, ihr seht's. Er hat 492.000 Gold geholt, 487.000 Elixier, 1,3k Dunkles, 9 Trophäen. Ja, lässt, also kann man auf alle Fälle sehen lassen, dafür, dass er Barge, kostet nicht die Welt, mit Barge angegriffen hat. Richtig, richtig geiler Angriff, muss man sagen. Und ja, ich wollte die Sendung also sowieso heute früh schon machen, mit einem Angriff von mir, das zeige ich jetzt gleich nochmal, aber da dieser Angriff von Daniel noch dazu kam, hat es gleich zum Thema gepasst. Die letzten zwei Tage, lootmäßig lief es wirklich richtig, richtig geil. Ihr seht, hier 170.000, das ist der Angriff, den ich euch zeigen will, auf den Huan Guyen, den zeige ich euch gleich mal, den Angriff. Ihr seht, Loot lief wirklich ganz gut die letzten Tage. Zwar nicht übermäßig, aber auf alle Fälle, ich habe immer nicht lange gesucht, war ich 20, 30 Mal und dann hatte ich schon einen guten Gegner gefunden. Richtig, richtig geil. Ja, und das ist der Angriff, den ich jetzt mal zeigen will. Ich werde mal kurz Pause drücken noch, wenn... So, lad doch mal! Meine Fresse! Was ist denn los? Oh mein Gott! Weil dieses Zeichen WLAN... Ich habe volle WLAN empfangen und ich weiß nicht warum... Es muss einfach an Plus dieses... Gottes Willen, es muss einfach an Blue Stakes liegen, denke ich mal, weil wir haben 16.000 DSL, ich habe vollen WLAN-Empfang und ich habe keine Ahnung, warum es ja nicht laden will. Am besten Willen, ich verstehe es nicht ganz. Mann, mach's auf mal auf! Gib mir auf den Sack, ey. Oh. Oder, ich weiß, ich wollte noch einen kurzen Cut reinmachen. Bitte verzeiht es mir, Leute, aber das geht mir gerade richtig auf den Sack, muss ich sagen. Ja, ich mache einen kurzen Cut rein. Wir sehen uns gleich wieder. So, dann bin ich wieder. Nochmal ein Versuch. Gerade eben, ey, das Blue Stakes hat mich so angekotzt. Wirklich, ohne Mist. Hoffentlich, es klappt also. Hoffentlich. Oh, es geht sogar. Gut. Wie gesagt, machen wir jetzt weiter.
Ich drücke kurz Pause. Ihr seht, die Base vom Gegner, vom Huan Guin, keine Ahnung, Clan hat er keinen mehr. Die Base ist ja offensichtlich auf Inaktivität gebaut, ihr seht selber. Luftabwehr draußen, die meiste Verteidigung, die ganzen Bogenschützentürme draußen. Jo, und das Einzige, was er hier eingemauert hat, also großteils sind halt die Sammler und die Minen. Das zeigt aus meiner Sicht schon, damit man halt auf Inaktivität spielt, dass er wahrscheinlich nur alle 2-3 Tage mal ankommt, seine Sammler leer macht und dann wahrscheinlich Mauern dafür kauft, würde ich jetzt vermuten. Habe ich bei meinem zweiten Account ungefähr genauso. Ja, ist noch nicht verkehrt, sage ich mal, aber mich hat es auf alle Fälle richtig, richtig gefreut, wo ich den gestern Abend gefunden habe. Und ja, ich zeige euch den Angriff mal. Ich habe von oben gegriffen, ja. Tun es aus. Oh, das Blue Steaks, ja, das macht mich alle. Ja, egal. Habt ihr eben jetzt keinen Ton, werde ich euch mal etwas Musik in den Hintergrund packen, vielleicht. Der Ton ist wahrscheinlich sowieso uninteressant etwas. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch bei Blue Steaks genauso ist. Damit manchmal der Ton einfach nicht angeht. Also, mir das bei Blue Steaks, oh Gottes Willen, ey. Bei Blue Steaks manchmal so, damit der Ton einfach, wenn man das Programm unerwartet schließt, sage ich mal, damit dann der Ton einfach nicht mehr aufgenommen wird, also der Ton einfach nicht mehr kommt. Und ich den dann somit auch nicht mehr aufnehmen kann. Ja, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob es bei euch auch so ist. Oder ob es an meinem PC vielleicht liegt, ich weiß nicht genau. Aber das hatte ich schon öfters gehabt, dass ich, wenn ich Blue Steaks einfach so zugemacht hatte. Spontan, aus Versehen mal. Damit dann der Ton einfach nicht mehr kommt. Gut, mich stört jetzt zwar nicht, aber wenn ich jetzt den Spielton haben wollte. Also, wenn ich jetzt mit aufnehmen wollte. Und der war nicht da, dann war das halt nicht allzu toll. Na gut, egal. Ja, ihr seht's. Ich bin hier mit Riesen reingeprescht, hatte auch noch 4 Riesen in Klarenburg. Die haben mir da wirklich extrem weitergeholfen. Weil wenn jetzt irgendwelche Kobolde oder Bogenschützen drin gewesen waren, die waren zwar auch nicht schlecht, aber die Riesen wirklich, die haben mir hier wirklich extrem geholfen, weil sie die Defense-Gebäude auf sich gezogen haben. Weil die Base war an sich nicht schlecht. Das sind jetzt 7er Teslas, 11er Kanonen, 7er Magiertürme, also nicht ganz verkehrt, sage ich mal. Und ja, da haben mir wirklich die Riesen, wie gesagt, extrem weitergeholfen. Ich konnte aber letztendlich doch nicht alles holen, ihr werdet gleich sehen. Weil ich glaube, eine Goldmine hat mir gefehlt. Aber da kam ich im besten Willen nicht mehr ran. Mir hat aber auch der König gefehlt. Ich glaube, ein Heiltrank hat mir gefehlt. Aber sonst hatte ich eigentlich alles mitgehabt, was ich gebraucht habe. Das war zum Glück. Also wenn ich jetzt nur einen Heiltrank mitgehabt hätte oder so, hätte ich mich wahrscheinlich richtig, richtig fett geärgert. Damit ich hier nicht alles rausholen hätte können. Aber naja, ihr seht hier oben beim Markerturm rechts in der Ecke, die eine Goldmine noch. Die blieb mir dann etwas verwehrt, weil ich es nicht mehr geschafft habe, hier zu holen. Ja, aber sonst wirklich, war es wirklich der beste Angriff meines Lebens. Habe ich noch nicht gehabt, sowas bisher. In einem Jahr und 2 Monaten. Ich spiele seit Februar 2014. Das ist Glänz, glaube ich, ja. Und seitdem habe ich wirklich noch nie so einen geilen Angriff gehabt, muss ich sagen. Das war jetzt der beste Angriff meiner Clash of Clans Karriere, Anführungszeichen, bisher. Hat mich wirklich sehr gefreut, gestern Abend diesen Angriff zu finden. Und ja, hoffentlich werde ich in Zukunft auch noch weiterhin solche Angriffe finden oder vielleicht sogar noch bessere. Man weiß es ja nicht. Nun gut, der Angriff endet hier jetzt auch gleich. Ihr werdet gleich sehen, was ich mir so geholt habe hier aus dieser Base. Auf alle Fälle war es nicht zu wenig. Na komm, den Bogenschützen. So. 475.000 Gold, 793.000 Elixier und 3.000 Dunkles, 14 Trophäen dazu. Wirklich, besser habe ich es bisher noch nicht erlebt, bei Clash of Clans, bei mir zumindest, muss ich sagen. Und ja, gut, das soll es dann auch zu dieser kleinen Loot-Folge gewesen sein, zu dieser kleinen Folge von Clash of Clans. Wie gesagt, ab Montag, also ab morgen, werde ich dann versuchen, jeden Tag ein Video hochzuladen, wenn es in meiner Stimme besser wird, ich hoffe doch. Und wenn nicht, nehmt es mir bitte nicht übel, ich versuche da wirklich dran zu bleiben. Und ja, lasst eine Bewertung da, würde mich über alles freuen, über neue Kommentare, über Ideen, was ich machen könnte. Habe auch schon einige Ideen bekommen von Kollegen. Mal eine Besucherfolge machen, eine Base-Bewertung oder mal einen Clan-Besuch oder mal Angriffsstrategien. Waren haufenweise schöne Sachen dabei. Und ja, gut, dann soll es gewesen sein. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal, euer Christian.